Leckere, knusprige Pizza nach dem Intro. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf Chris Kitchen Time. Ich freue mich tierisch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch, wie man einen leckeren Pizzateig selber macht. Eins vorweg, nehmt euch ein bisschen Zeit mit. Der Pizzateig enthält wenig Hefe, aber geht dafür über Nacht in den Kühlschrank. Wird aber total super, das kann ich euch versprechen, wenn ihr euch an das Rezept haltet. Ja, weiter geht's auch schon quasi mit den Zutaten. Übrigens zeige ich euch auch das Söschen, den Teig, also wirklich die Pizza von A bis Z. Also wir arbeiten nicht mit Ketchup oder sonstigen Fertigsoßen, sondern machen alles frisch. Ja, wenn euch das Video gefällt, dann vergesst nicht, das Abo-Knöpfchen zu drücken und die Glocke zu aktivieren, um in Zukunft keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ja, damit wäre mir geholfen und ich würde mich sehr darüber freuen. Ja, wenn ihr auf Instagram seid, folgt mir auch gerne auf Instagram. Den Link findet ihr wie immer hier und natürlich unten in meiner Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß, einen guten Appetit, gutes Gelingen und bis demnächst. Euer Chris. Ciao. Für unsere leckere Pizza brauchen wir natürlich Mehl. Wir brauchen etwas lauwarmes Wasser, Salz. Ich habe in dem Fall Trockenhefe genommen und ein bisschen Zucker. Zuerst einmal mischen wir uns unsere Hefe in unser lauwarmes Wasser herein, sieden unser Mehl auf unsere Arbeitsfläche. Ihr könnt den Teig aber auch gerne in der Küchenmaschine kneten, das ist euch ganz frei überlassen. Ja, macht ihr es auf der Arbeitsfläche so wie ich? Ist es am besten, wenn ihr euch so eine Kuhle reinmacht, das Hefewasser reingießt und dann quasi das Mehl von außen nach innen in den Teig hineinarbeiten, den Teig gut 15 Minuten kneten, das Salz nicht vergessen und ja, dann kneten, 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 damit der Teig richtig schön elastisch und weich wird. Ihr seht das hier, wie ich ihn richtig über die Arbeitsfläche ziehe und drücke und rolle. Ja, ist ein bisschen Aufwand, aber ihr werdet es oder der Teig wird es euch auf jeden Fall später danken. Ja, dann ein bisschen Mehl in eine Schüssel geben, von oben drauf auch ein bisschen Mehl, Frischhaltefolie drüber und dann geht der ganze Teig in den Kühlschrank. Weiter geht's schon mit der Tomatensoße. Da brauchen wir Tomatenmark, Tomaten, Salz, Pfeffer, eine Zwiebel, Olivenöl und etwas Wasser. Die Tomaten schneiden wir uns erst einmal in feine Würfelchen, geben die schon mal in einen Topf herein. Das gleiche machen wir auch mit der Zwiebel. Die hacken wir uns ebenfalls in ja, Stückchen. Ganz so klein muss es nicht sein, wird später nochmal püriert. Ja, dann geben wir noch unser Olivenöl und das Tomatenmark hinzu. Salz, Pfeffer. Und schwitzen alles kurz miteinander an. Alles kurz unter hoher Hitze und anschwitzen, umrühren nicht vergessen, etwas Wasser hinzugießen, dass das Ganze etwas flüssiger wird und nicht mehr so pastös ist und alles kurz nochmal aufkochen und dann einfach für ein paar Minuten köcheln lassen und wenn dann die Tomaten alle schön weich sind, mit einem Zauberstab kurz durchpürieren. Ja, fertig ist auch schon unsere Soße für die Pizza. Der Teig war jetzt über Nacht im Kühlschrank gut abgedeckt. Ich hole ihn jetzt heraus, teile ihn mir einmal durch zwei. Die Menge des Rezeptes ist für zwei Pizzen gedacht. Ja, und dann ziehe ich den Teig quasi von außen so in die Mitte herein. Das bringt Spannung und ja, so wird es gemacht. Den fertigen Pizza-Rolling, sage ich mal, lege ich mir dann auf ein Backpapier. Den zweiten Rolling ziehe ich mir ebenfalls noch auf Spannung. Leg ihn mir ebenfalls dann zu dem ersten Rolling auf das Backpapier und deck das Ganze noch einmal mit einem Tuch ab. Bestreue es vorher noch mit ein bisschen Mehl und dann lasse ich es für circa 20 Minuten nochmal kurz ruhen. Ja, belegt wird die Pizza mit frischen Tomaten, Zwiebel, Paprika in verschiedenen Farben, Kochschinken, Salami und Oliven. So wie Champignons, aber das ist euch frei überlassen. Also was ihr mögt, packt es drauf. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Ich arbeite übrigens jetzt direkt mit dem Backpapier, worauf später auch die Pizza gebacken wird. Ist einfach einfacher.
So, dann arbeite ich mich von innen nach außen. Ihr könnt es sehr schön sehen in dem Video und drücke quasi den Teig in ja, Pizzaform. Das ist, geht ganz easy, das geht ganz einfach mit dem Teig. Der lässt sich super bearbeiten. Ja, dann pinsel oder belege ich meine Pizza noch mit Tomatensoße. Dann kommt als erste Schicht etwas Käse, Salami, gekochter Schinken, nochmal Käse, die Champignons, Paprika, Oliven, Zwiebel. Gebacken wird das Schätzchen dann auf 250 Grad mittlere Schiene, bis der Käse goldgelb ist, circa 12 bis 15 Minuten. Wenn es euch gefallen hat, denkt dran, Abo-Glocke, ihr seid eine coole Socke, euer Chris.